Die große Frage ist genau, was ist überhaupt Digitalisierung? Das ist ja die erste Frage, die man sich stellen muss, bevor man diese Frage beantworten kann. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen zu. Und meine These ist bezüglich der Digitalisierung, dass wir da ganz am Anfang stehen im Grunde genommen. Wenn wir es mit der industriellen Revolution vergleichen, stehen wir da bei der Erfindung der Dampfmaschine im Grunde genommen. Wir haben eine gewisse Kraftübertragung und gewisse Automatismen, die wir erzeugen können. Aber viele denken heute noch, Scan-to-Mail ist der Gipfel der Digitalisierung, und das ist natürlich nicht so, sondern das eigentliche Ziel ist ja, ein Ökosystem zu schaffen, wo durchgängige Prozesse medienbruchfrei letztendlich stattfinden können. Das Ziel der Digitalisierung, ich habe es gerade schon mal kurz angerissen, ist medienbruchfreie Prozesse zu schaffen und allen Stakeholdern, allen Beteiligten die gleichen Informationen zur Verfügung zu stellen und gleich aktuell letztendlich. Dass ich also eine Oberfläche habe, ein Ökosystem, auf dem ich zugreifen kann, und es ist unerheblich, ob das jetzt ein Bankmitarbeiter ist, ob das ein Vorstand ist oder ob das der Kunde am Ende des Tages ist oder vielleicht ein Dienstleister, der, wenn wir es jetzt aufs Bankwesen beziehen, Meldewesen, Dienstleistungen oder Risikoeinschätzung machen muss. Alle haben die gleiche Datenbasis, die gleiche Oberfläche und können da drauf gehen. Und letztendlich ist das Ziel eines solchen Ökosystems, möglichst auch neue Produkte, Projekte auf diese Oberfläche onboarden zu können, sodass ich nicht immer diese Insellösungen habe, die wir in der Bankenwelt gerade häufig finden, wo ich dann mit Excel-Tabellen irgendwelche Übertragungen machen muss, sondern dass wirklich eine zusätzliche Anwendung auf die Oberfläche, auf das Ökosystem mit draufbringe und letztendlich die gleiche Datenbasis, die gleiche Technologie habe und somit halt wesentlich wartungsfreier bin. Ich habe weniger Fehlerquellen und kann damit natürlich schlankere Prozesse hinterher darstellen, was mir wiederum auch als Bank dabei hilft, Ressourcen zu sparen. Weil auch das ist ja eine Herausforderung der Banken heutzutage, gerade in der Fläche geeignete Mitarbeiter zu finden, die Aufgaben, die eine Bank heutzutage für den Kunden bewerkstelligen muss, noch zu übernehmen letztendlich. Also die konnten ihre Ausbildungsstellen größtenteils nicht besetzen. Und auch dadurch schaffe ich es halt, meine Aufgaben effizienter durchführen zu können und auch interessanter aber auch für die Menschen, dass ich zumindest die noch kriege, weil auch die Mitarbeiter, die jungen Leute heutzutage, wenn ich die für den Bankberuf begeistern möchte, muss ich auch aktuelle Technologien bieten. Sonst sind die alle bei irgendwelchen tollen Technologieanbietern und die Bankbranche muss ich mit dem Rest sozusagen begnügen. Und das soll es ja nicht sein, sondern letztendlich Ziel ist es, einerseits effiziente Prozesse zu ermöglichen, um halt weniger Personal zu benötigen, schneller zu sein, aber auch das Personal, was ich benötige an jungen Leuten, halt damit begeistern zu können, mit der Technologie, mit der sie da arbeiten können, und zwar so, wie sie es auch im Freizeitumfeld gewohnt sind, oft über die ganzen neuen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, WhatsApp, was es da für Technologien gibt, da ist die Bankbranche ja mit den vorhandenen Technologien meistens weit entfernt. Der Weg dahin, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die wir als GBS aufgetan haben, ist eine Low-Code-Plattform, die wir den Banken anbieten. Der Vorteil hierbei ist, dass ich ein Standard-Frameset sozusagen frei Haus geliefert bekomme, was schon voll funktionsfähig ist. Was ich als Bank natürlich machen muss, ist einen Transformationsprozess einzuleiten in der Bank, ein Change-Management, weil natürlich die Arbeitsweise etwas andere wird. Aber von der technologischen Seite betrachtet, liefern wir mit Intrex eine Low-Code-Plattform, die es den Anwendern unter den Fachbereichen mit geringsten IT-Kenntnissen ermöglicht, Prozesse zu bauen und damit die Fachlichkeit IT-technisch schon mal abzubilden. Damit geht eine schwierige Schnittstelle schon mal verloren oder wird eliminiert letztendlich, dadurch, dass die Fachbereiche selber das bauen können und nicht erst mühselig einem ITler das erklären müssen. Denn das sind ja oft die Schwierigkeiten, die entstehen. Wie erkläre ich eine Bankfachlichkeit einem Java-Spezialisten oder so? Und das umgehen wir damit nämlich, dass ein rudimentär gebildeter, IT-gebildeter Fachabteilungsmitarbeiter letztendlich sich seinen Prozess, den er benötigt, bauen kann. Der kann dann von der IT-Abteilung von Programmierern veredelt werden. Und ja, dann habe ich schon mal eine Hürde umschifft.
Und wir bieten Mehrwerte dadurch, dass wir einmal durch unseren Partner Bank Media bankorganisatorische Anwendungen als modular buchbare Anwendungen letztendlich anbieten und bankfachspezifische Anwendungen, die wir mit unserem Know-how als GBS bauen, sei es ein Kreditantrag oder eine Schließfachverwaltung, solche bankspezifischen Fachthemen bauen wir dazu und können das halt, weil es halt vielen Anwendern zur Verfügung gestellt wird, zu einem vernünftigen Preis anbieten. Und das muss nicht jede Bank selber bauen, weil es oft Standardanwendungen sind, die bisher ja auch oft im Lotus Notes Umfeld gebaut worden sind. Die Notes-Datenbanken kommen aber auch so langsam ans End-of-Life-Circle sozusagen. Und ja, da bieten wir halt die Möglichkeit, diese Datenbanken oder diese Datenbanklösungen, so muss man ja sagen, diese Prozess-Engines, die dahinter liegen, abzulösen durch eine neue Technologie, die sich auch mit den neuen Technologien, die zum Beispiel auch eine Fiducia GRD für ihre Vertriebsplattform benutzt, wie Dockers, Camunda etc., sich versteht und auch an Office-Produkte anzubinden ist.